dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen Fashion Haul für euch. Und zwar habt ihr euch den gewünscht, nachdem ich euch ein Bild auf Instagram hochgeladen habe, dass ich in Frankfurt bin, auf der Zeit ein wenig shoppen. Und da habt ihr eben gefragt, ob ich euch nicht ein Video dazu machen kann mit den Dingen, die ich mir geshoppt habe, also die ich euch quasi in dem Video zeige, so rum. Nicht wundern, ich bin ein bisschen hippelig. Ich habe nämlich gerade schon ein Video abgedreht, deshalb auch wieder dasselbe Outfit. Ich habe gerade ein Aufgebraucht-Video abgedreht, aber meine Mäuse, die sind gerade am Skaterplatz, die sind gut aufgehoben, die sind versorgt und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich doch im Anschluss direkt dieses Video. Also ich hoffe, ihr freut euch. Falls es euch interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Vielleicht ist ja eine kleine Inspiration für euch dabei oder vielleicht interessiert es euch einfach auch mal so, was ich mir gekauft habe an Klamotten, an Fashion quasi. Denn mein letztes Fashion-Video ist eine Weile her, so wie ich mich erinnern kann. Aber gut, genug gequatscht, ich lege jetzt einfach mal los. Und zwar war ich bei Zara, ich war bei New Yorker und bei Bershka. Und habe ich noch so ein paar andere Sachen gekauft und die zeige ich euch jetzt direkt. Wir fangen mal an mit Zara. Und zwar wollte ich noch ein paar Sachen im Sale ergattern, aber das war ein Big Fail, weil ich irgendwie gar nichts gefunden habe. Also die ganzen reduzierten Sachen, die waren einfach schon irgendwie spurlos verschwunden. Ich war einfach viel zu spät dieses Jahr. Ich hatte überhaupt keine Zeit, in die Stadt zu fahren zum Shoppen, was auch gar nicht verkehrt ist. Aber ein Teilchen habe ich dann noch ergattern können. Und zwar ja im Sale diesen Blazer hier. Ich hoffe, ihr könnt ihn erkennen. Und zwar ist es bei dem Blazer hier so, dass er sehr, sehr edel gemacht ist. Also der Stoff, der ist ja sehr fest und den werde ich auf jeden Fall für besondere Anlässe quasi anziehen. Hier oben habe ich dann nochmal so einen Knopf quasi, der ein bisschen anders gemacht ist mal in Silber. Also gefällt mir echt total gut. Und der hat gekostet, ich meine 20 Euro, der war eben reduziert von 49,95 auf 19,99 Euro. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, den nimmst du mal mit, da kannst du nichts falsch machen. Ne? Ich trage ja gern so schicke Sachen einfach, ja, auch auf der Arbeit. Und wie gesagt, für besondere Anlässe habe ich mir gedacht, nehme ich den jetzt einfach mal mit. Ja, bei Zara habe ich sonst nichts weiter gefunden, leider. Die anderen Sachen, die jetzt so regulär waren, weil der Herbst ja jetzt schon kommt, war mir irgendwie zu teuer und irgendwie hatte ich überhaupt keinen Bock auf Herbst. Und deshalb bin ich dann zu New Yorker, da hat mein Sohn einiges bekommen. Aber die Sachen, die habe ich jetzt nicht hier liegen, ich zeige euch nur meine Sachen. Ich habe mir nämlich dann noch dieses Shirt hier mitgenommen, mit diesem Aufdruck, wie ihr hier sehen könnt. Es ist ziemlich groß, das Shirt. Im Moment stehe ich total auf diese weiten, flatterigen Pullis bzw. Shirts, weil ich eine Lederimitat-Leggings im Moment total liebe. Die habe ich wieder rausgeholt und zwar von Sassy Classy. Die habe ich euch auch schon vorgestellt in meinem Favoritenvideo. Und da möchte ich einfach weite Sachen drüber ziehen mit ein paar bestimmten Schuhen. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Und deshalb hat mir das T-Shirt hier total gut gefallen. Das war auch reduziert. Ich sage euch, was ich dafür bezahlt habe. Und zwar 6,95 Euro und deshalb durfte es mit. Ja, es ist so richtig schön weit, sieht man auch die Schulter und hat mir einfach gut gefallen. Dasselbe habe ich mir dann noch in Weiß mitgenommen. Tada, hier ist es. Gefällt mir auch total gut. Da kann ich mir auch vorstellen, einfach einen Blazer drüber zu ziehen oder diese Boyfriend Blazer eben drüber und eine schöne enge Jeanshose. Also ja, gefällt mir gut. Und das hier eben auch 6,95 Euro. Dann habe ich mir noch was mitgenommen und zwar war ich da ein bisschen verwundert, dass ich das eben dort auch gefunden habe. Und zwar ist es diese schöne Weste hier mit den Fransen hier unten, wie ihr sehen könnt. Der Stoff, der ist ganz, ganz weich und dafür habe ich bezahlt 14,95 Euro in Schwarz, weil ich nämlich bei Bershka vor ein paar Wochen mir online was bestellt habe. Und zwar diese Weste hier. Die ist zwar nochmal so ein bisschen anders gemacht, die gab es aber auch in Schwarz und ich konnte mich eben nicht entscheiden. Und die war um einiges teurer. Also ich meine, die hätte 29,95 gekostet oder 24,95. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und von der Machart sind sie eben sehr gleich und deshalb habe ich mir dann die schwarze gegönnt. Ja, für viel weniger Geld. Dann habe ich mir noch eine Jeanshose mitgenommen und zwar diese hier, weil ich mal wieder eine neue brauchte.
Und ja, die hat jetzt gar nicht so viele Details. Ich finde aber, gerade weil sie so wenig hat, ist es sehr interessant. Sie ist halt sehr skinny geschnitten, das mag ich ja total gerne. Und ja, sehr zur Hüfte hin. Also ich mag das nicht, wenn ich mir die bis zum Bauchnabel hochziehen muss. Das gefällt mir einfach nicht. Ich mag die eben sehr niedrig geschnitten und deshalb durfte auch diese Jeanshose hier mit. So, dann bin ich zu Bershka gegangen. Da habe ich mir ein kleines Teilchen mitgenommen. Da habe ich nicht so gut hingeschaut und zwar erkläre ich euch das jetzt gleich. Dieses hier ja, ist von oben hier total schön gemacht. Es ist sehr, sehr weich, der Stoff. Also quasi ist hier die Schulter so ausgeschnitten, wie ihr hier sehen könnt. Es ist ultra lang und ich habe gedacht, das wäre ein Kleid. Aber ja, der Schlitz hier, ich zeige es euch, der ist sehr weit. Wartet, ich krieg's gerade nicht hin. Also auf jeden Fall ist der Schlitz so weit, dass ich auf jeden Fall was drunter ziehen muss. Schaut mal, also könnt ihr das erkennen? Wartet, ich halte es mal so. So, also das kann ich natürlich nicht als Kleid anziehen. Da muss ich eine enge Hose anziehen. Also ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht eine weiße enge Hose habe ich ja zur Genüge. Aber ich wollte es halt unbedingt als Kleid anziehen. Ich habe mir es dann dort nicht probiert, weil da ultra viele Menschen an der Umkleidekabine standen. Und dann dachte ich mir, na toll. Aber für 14,99 €, ja, war das jetzt nicht so verkehrt. Wie gesagt, ich muss halt eine Jeans drunter anziehen oder halt einen Rock. Und ich habe euch vergessen zu sagen, was diese Hose hier gekostet hat, nämlich 29,95 €. So, dann noch ein Fail bei Bershka und zwar habe ich mir dieses Teil hier mitgenommen, von dem ich eben auch dachte, es wäre ein schönes Kleid. Ist auch ein schönes Kleid hier in der schönen Farbe. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auch schon mehrfach auf Instagram und so weiter gesehen. Gefällt mir total gut, aber es ist mir viel zu lang. Also es geht mir bis fast an Knöchel und das ist natürlich total doof. So werden die auch nicht getragen und das war eben doof, dass ich es nicht anprobiert habe. 15,99 €, muss ich jetzt nochmal zur Schneiderin bringen, ja, hat mich auch total geärgert, aber im Prinzip bin ich selbst schuld, ne? Hätte ich es mir halt im Laden anprobiert, aber ich möchte dann auch nicht meine Männer so lange draußen warten lassen. Die sind zwar auch immer total gut aufgehoben, wenn wir auf der Zeil sind, die gehen immer in Saturn und so, aber irgendwie möchte ich mich dann auch beeilen und möchte einfach auch nicht so lange in den Geschäften rumlungern. So, dann habe ich mir ein Schätzchen noch mitgenommen und zwar diese coole Jacke hier. Das ist eben jetzt schon Herbstware und irgendwie wollte ich ja nichts kaufen, aber die ist mir dann ins Auge gestochen, weil sie halt so schöne Fransen hat und im Moment stehe ich da total drauf und auch diese schöne Farbe hier, die ist halt total herbstlich, die gab es auch in Schwarz und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, nimmst du lieber mal die Farbe mit, die passt eben viel, viel besser zum Herbst. Die war auch leider nicht ganz günstig, die kostet 35,99 €, aber mit der werde ich auf jeden Fall meine Freude haben, das weiß ich jetzt schon, allein weil der Stoff total angenehm ist. Also der ist ganz, ganz weich und schön eng geschnitten. Das mag ich ja und ich glaube, die sieht richtig cool dann jetzt im Herbst aus. Also ja, gefällt mir halt total gut. Auch hier vorne mit diesem Wasserfallschnitt, ne, vorne, also wie gesagt, fällt sie total schön. Gefällt mir sehr gut. Dann haben mir meine Mäuse was mitgebracht und zwar, ja, jetzt lacht nicht, ich setze es mal auf. Und zwar einen Hut. Ich habe ja überhaupt kein Hutgesicht, ja. Also sieht man ja, dass ich kein Hutgesicht habe. Aber den haben mir eben, wie gesagt, meine Mäuse mitgebracht. Haben gesagt, Mama, wir haben den Hut hier gesehen für dich, für einen Urlaub. Der gefällt dir doch bestimmt. Ja, ich trage ja so gerne Hüte. Aber wie gesagt, steht mir halt nicht. Aber ist mir auch wurscht. Ich mache es trotzdem. Mir egal, was die Leute sagen. Gefällt mir halt gut, weil er hier nochmal so ein goldenes Kettchen drumherum hat und so ein Lederbändchen. Also ja, und außerdem ist er von meinen Kindern und deswegen gefällt er mir umso besser sozusagen. Was für ein Deutsch heute, ne? Heute habe ich wieder extrem Wortfindungsstörungen. So, jetzt kommen wir zu ein paar Schuhen, die ich hier im Ort gekauft habe. Und zwar sind es diese hier, total goldig. Die waren draußen gestanden, ganz einsam und alleine. Die waren nämlich reduziert. Das war das letzte Paar auf 19 € und deswegen musste ich sie mitnehmen. Also ich habe die jetzt auch schon unter der Leder-Leggings, Leder-Imitat-Leggings angehabt. Also ne, unten als Schuhe, klar logisch, und dann die Leggings. Heute ist absolut, ja,
heute ist absolut Wortfindungsstörung. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Also auf jeden Fall habe ich die mitgenommen, habe die so auch schon getragen und gefallen mir halt total gut. Ne? Werde ich jetzt nicht mehr so lange meine Freude damit haben, weil das Wetter sich ja hier so langsam schon verabschiedet. Aber sie mussten halt trotzdem mit. Und was ich noch vergessen habe, in Frankfurt habe ich mir noch diese schöne Kette hier bei Accessorize mitgenommen. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Und ja, die war auch reduziert. Die hat, ja, 50% gab es da drauf. Die war trotzdem noch teuer. Ich glaube, 8 Euro habe ich noch bezahlt. Ja, fand ich trotzdem noch irgendwie teuer. Wollte ich aber unbedingt mitnehmen, weil ich im Moment halt so total auf diesen Boho-Style stehe. Und ich zeige euch jetzt noch eine ganz tolle Sache, die ich euch ja eh zeigen wollte. Aber die muss ich mir jetzt erstmal ausziehen und dann zeige ich sie euch. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe sie mir eben mal kurz ausgezogen. Und zwar diese wunderbaren Schätzchen hier. Meine Nike Tia oder Thea, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall bin ich total verliebt und ganz glücklich, dass ich sie jetzt endlich ergattert habe. Ich habe eine ganze Weile überlegt, ich bin drumherum geschlichen, hat sie mir anprobiert, das wisst ihr auch, wenn ihr meinen Instagram-Account verfolgt, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, 119 Euro ist doch eine ganze Menge Geld, aber ich habe es überhaupt keine Minute bereut, die sind so bequem, ultra bequem, also ich habe die echt fast nur noch an, also leider sehen sie auch schon so ein bisschen mitgenommen aus, aber das liegt eben daran, dass sie weiß sind, das kann man eben nicht ändern. Man kann sie angeblich auch in die Waschmaschine werfen, keine Ahnung, ich werde sie eben erstmal mit einem Lappen putzen und pflegen, aber ich bin total glücklich, dass ich sie mitgenommen habe, weil sie eben sehr, sehr bequem sind und ich bin viel auf den Beinen, ich laufe viel rum, ich muss ganz viel erledigen und Moment. Ja, das passiert eben auch manchmal in den Videos, das lasse ich jetzt aber auch drinnen. Jetzt seht ihr mal die Wahrheit. Also auf jeden Fall bin ich total glücklich, dass ich sie mir gekauft habe. Wollte ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen, weil sie eben auch noch zu meinem Fashion Haul dazugehören. Werdet ihr vielleicht noch ein paar Bilder auf Instagram sehen, dass ich total glücklich bin, dass ich sie jetzt eben habe. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr noch auf der Suche nach Sportschuhen seid, dann schaut sie euch mal an, probiert sie euch an. Also ihr lauft wie auf Wolken quasi. Ich war dann übrigens noch bei Orsay und ich habe das jetzt total vergessen, euch noch vorhin zu sagen. Die Sachen, die zeige ich euch aber auch geschwind noch. Und zwar habe ich mir dieses Shirt hier mitgenommen, einfach nur ein weißes Shirt. Es ist auch wieder richtig schön weit geschnitten. Es war auch reduziert auf 5 Euro, obwohl es S ist. Ne? Sieht echt riesig aus. Oh mein Gott. Aber es ist wieder dieses Thema weit geschnitten, richtig schön gemütlich. Und deshalb habe ich mir auch noch diesen Pulli hier mitgenommen, der war auch reduziert. Gefällt mir total gut, die Farbe, weil es dann jetzt eben auch zum Herbst passt. Mit einer roten Lederjacke kann ich mir das total gut vorstellen. Ich habe ja jetzt eine rote Lederjacke oder eine andere Lederjacke, ist ja ganz egal. Also auf jeden Fall gefällt es mir halt super gut, weil es ultra weit ist, obwohl es auch S ist. Und der war reduziert auf 10 Euro von 19,95 Euro. Der hat auch so ein paar Glitzerpartikel mit drin, so goldfarbene. Die könnt ihr jetzt leider gar nicht sehen. Auf jeden Fall gefällt er mir total gut. Und dann habe ich mir auch noch ein Schätzchen für den Herbst mitgenommen, obwohl ich ja echt für den Herbst mir nichts kaufen wollte. Ja, und bei Bershka bin ich dann hängen geblieben wegen der Jacke und bei Orsay eben auch. Also ich bin reingekommen und zwar war das ausgestellt an einer Puppe. Und das ist immer so. Geht es euch auch so, wenn ihr das irgendwie an einer seht, die da sich gerade was anprobiert oder wenn ihr das ausgestellt seht, dass euch das neugieriger macht, als wenn es jetzt am, ja, Bügel hängt. Also so geht es mir total oft. Und ja, wie gesagt, das war ausgestellt und dann musste ich es mitnehmen. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Ich halte es mal hoch. Ihr wisst vielleicht jetzt gleich, was es ist. Nein, ne? Kann man nicht erkennen. Es ist, wie mein Mann so schön sagen würde, eine Pferdedecke. Ja, es ist ein Poncho. Poncho, Poncho. Und zwar hängt man sich den so um. Wartet, ich zeige es euch. So sieht's aus. So, ich zeige euch den jetzt mal getragen am besten, damit ihr es besser erkennen könnt. Mit dem Gelb, das passt jetzt natürlich überhaupt gar nicht. Aber ja, wie gesagt, der hing da und ich dachte mir, oh Mann, der ist so schön. Was kostet der denn? Und ja, hat knapp 40 Euro, meine ich, gekostet. Wartet, ich schaue mal eben nach. Nein, ich lüge, 30 Euro. 30 Euro, das war mir aber auch noch so viel Geld. Aber die Verkäuferin kam zu mir und hat mir einen Gutschein in die Hand gedrückt über 5 Euro und meinte, den kann man dann einlösen beim Einkaufen. Und dachte ich mir, ja, danke. Ja, und deswegen habe ich ihn mitgenommen, weil ich mir dann gedacht habe, naja, für 25 Euro, auch wieder mit diesen wunderschönen Fransen, der ist ganz, ganz weich. Und ich glaube, wenn man den gut kombiniert, sieht er richtig edel aus. Also ich bin mal gespannt.
Und ja, freue mich aber drauf, dass ich mich dann doch dafür entschieden habe. Und meine Haare sehen heute ultra mega krass aus, also total fieselig. Es hat nämlich vorhin ein bisschen genieselt. Und ja, dann verabschieden sich meine Haare. Aber dieses Video wollte ich jetzt noch schnell für euch abdrehen. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration für euch dabei. Vielleicht hat euch ja was gefallen. Dann geht mal los. Geht mal gucken. Vielleicht gibt es ja bei euch auch. Und ja, das war es soweit von meinem Video. Lasst mir auf jeden Fall Feedback da. Da würde ich mich total freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch alles, alles Liebe. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Gut, dass ihr dran geblieben seid, meine Lieben. Der Postbote war nämlich gerade da und das passt natürlich super gut zu meinem Fashion Haul. Ich habe nämlich meine Mr. Spex Bestellung gerade eben bekommen. Die haben im Moment einen richtig coolen Sommer Sale auf der Seite und ich habe meine zwei Sonnenbrillen hier auch von Ray-Ban schon gefühlt eine Trillion Jahre und da kommt mir der Sale gerade recht. Jetzt für den Urlaub werde ich mir davon eine aussuchen. Ich werde natürlich nicht alle behalten, aber das ist halt das Coole bei Mr. Spex. Die könnt ihr euch zur Auswahl bestellen, ist versandkostenfrei und dann könnt ihr einfach die, die ihr nicht wollt, zurückschicken. Und das finde ich richtig, richtig cool. Also schaut da auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei. Die sind total reduziert und ich freue mich jetzt voll. Ich werde die anprobieren. Ich kann es euch noch nicht sagen, welche ich behalten werde, weil wie gesagt, der Postbote kam gerade. Und ich muss jetzt ganz schnell Koffer packen. Deshalb entscheide ich mich dann noch. Und ja, auf Instagram werdet ihr dann mit Sicherheit Bilder sehen mit der Brille, für die ich mich entschieden habe. Da waren auch noch so coole Etuis dabei, wie ihr sehen könnt. Der Sommer Sale, der geht jetzt noch bis zum 31.08., also bis heute. Schaut da unbedingt auf der Seite vorbei, wenn ihr euch noch den Wunsch einer schönen Sonnenbrille erfüllen wollt. Bis dann, meine Lieben. Tschüss!